Hugi Watt. Bums. Alarm! Was für ein Lärm. Hugi Watt legte sein Buch beiseite. Was hatte seine Mutter da wieder angerichtet? Konnte sie nicht wie andere Mütter sein? Einfach ganz normal? Bei seinen Freunden war es nie so laut. Da dröhnte höchstens mal der Staubsauger oder surrte die Waschmaschine. Aber seine Mutter ließ es richtig krachen. Sie war Erfinderin und hatte schon allerhand erfunden. Eine Apfelpflückmaschine, einen Schneeschipp-Roboter und eine Mülldrohne, die den Mülleimer zur Mülltonne trug und dort entleerte. Ein Theater. Die Apfelpflückmaschine pflückte zwar wie wild Äpfel, legte sie aber nicht in Körbe, sondern warf sie in den Nachbargarten, wo sie dem gemütlich lesenden Herrn Bücherwurm direkt auf die Nase plumpsten. Auch der Schneeschipp-Roboter war super fleißig. Seinen Riesenschneehaufen aber setzte er gerade vor die Tür des Nebenhauses, sodass Frau Vielleser, die gerade den Bus zu ihrer Buchhandlung nehmen wollte, das Haus nicht mehr verlassen konnte. Und die Mülldrohne? Die verwechselte den Kamin von Herrn Schmöker mit der Mülltonne und so ergoss sich, Igitt, durch dessen Kamin eine Ladung Biomüll. Natürlich just in dem Moment, in dem Herr Schmöker dort saß und seinen Kindern vorzulesen begann. Ja, seine Mutter Gigi Curie war eine begnadete Erfinderin, seufzte Hugi Watt. Vorsichtig betrat er ihre Werkstatt. In der Mitte des Raumes lag eine riesige rote Kiste, die aufgeregt blinkte und ohrenbetäubende Alarmtöne von sich gab. Und obgleich das schon laut genug war, bellte Libero Archie, der Hund der Familie, noch gegen den Alarm an. Gigi Curie und ihre Assistenten Dubix Otto und Alma Edison hingegen versuchten, die schwere Kiste wieder aufzurichten. Hugi Watt half ihnen und mit vereinten Kräften brachten sie das Monstrum wieder zum Stehen. Der Alarmlärm versiegte. Libero war mit seinem Erfolg zufrieden und legte sich wieder in sein Körbchen. »Was hast du denn da wieder zusammengebastelt, Mama?« fragte Hugi Watt genervt. »Eine Weltneuheit! Einen Bücherwunschautomat! Den haben wir uns für dich und unsere Nachbarn ausgedacht, als Entschuldigung für die kleinen Malheurs!« rief seine Mutter aufgeregt. Hugi Watt war baff. So eine Erfindung wäre ja ganz wunderbar. Aber warum ist der Automat umgefallen? Fragte er eifrig. Gigi Curie und ihre Assistenten blickten sich ratlos an und zuckten mit den Schultern. Wir wissen es nicht. Es sollte so funktionieren. Du steigst auf die Leiter des Automaten und sprichst oben in den blinkenden Trichter deinen Bücherwunsch. Dann drückst du den leuchtenden Knopf hier. Und jetzt spielt der Automat passende Musik, sucht gleichzeitig das Buch, transportiert es zu dieser Klappe und kündigt es mit lautem Pieps an. Aber... Gigi Curie stieg auf die Leiter, sprach in den riesigen Trichter, stieg wieder runter, drückte den Knopf und schaute den Automaten erwartungsvoll an. Bums! Alarm! Da lag er wieder. Alles wieder von vorne. Als der Automat erneut stand, erklomm Hugi Watt die Leiter, beugte sich tief in den Trichter, murmelte etwas und drückte den Knopf. Der Automat begann den Song »Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett« zu spielen, piepste bald und spuckte das Buch aus, das sich Hugi Watt schon lange gewünscht hatte. Alle applaudierten begeistert. Gigi Curies Bücherwunschautomat wurde bald zum Welterfolg und zu ihrer berühmtesten Erfindung. Aber wie hatte Hugi Watt es geschafft, ihn zum Laufen zu bringen? Es ist ganz einfach. Im Gegensatz zu seiner Mutter hatte er nicht vergessen, dem Bücherwunschautomaten das Codewort aller Leseratten zu nennen. Wer also je vor dem Trichter eines Bücherwunschautomaten steht, der sage einfach
Das Lesen ist schön.